Moin die Herrschaften, willkommen im Enten-Nachrichtenstudio. Heute mit einer neuen Corona-Extra-Ausgabe aus dem Homeoffice. Es gibt wieder Neues zur Corona-Pandemie und auch Neues aus dem Entenkosmos. Erstes Thema heute ist Corona und Demonstrationen. Und dazu muss ich doch wirklich mal deutlich werden, dachte ich mir zunächst. Denn in den vergangenen Wochen habe ich mir Notizen gemacht und mir Dinge aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, nicht gepasst haben und so weiter. Dinge, die sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richten. Und ursprünglich sollte es hier einen ziemlich langen Rant geben. Denn je mehr ich mir aufgeschrieben habe, umso mehr ist mir dazu eingefallen. Und der Text wurde länger und länger und länger. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, das kannst du den Leuten hier nicht antun auf diesem Kanal. Insofern will ich euch diesen Rant ersparen. Und wir gehen die Sache mal vielleicht eher von der ironischen, von der lustigen Seite an. Denn das folgende Video trifft die Sache ziemlich genau. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. La chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. ¡Tú! ¡Había subido la mano y encontré una paella! ¡Tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremetí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paella. Cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, porque viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Tú no es para tanto, yo. ¿Sí?
Martín, yo no quiero arroz, el dulce, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Dazu fällt mir spontan ein Gedicht von Christiane Ballert-Pyrowitz ein aus dem Jahr 1984, Verballhornt von Tetsche, dem Comiczeichner, den vielleicht der ein oder andere aus der Zeitschrift Stern kennt, der ein Gedicht dieser Dame, sowie auch ihren Namen logischerweise, der ein Gedicht dieser Dame leicht umgeschrieben hat und das lautet wie folgt: Der Mensch ist an und für sich Bruch. Die meisten haben einen an der Waffel. Aber mal im Ernst, mal abgesehen von den wilden Verschwörungstheorien. Demonstrationsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind in unserem Grundgesetz verankert. Zum Glück. Denn sonst dürften zum Beispiel diese Leute überhaupt nicht ungestraft auf die Straße gehen. Wer allerdings ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Wahrung der Abstandsregeln für seine eigenen Grundrechte demonstriert, verstößt dabei gleichzeitig gegen die Rechte anderer. In diesem Fall gegen das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Denn die Maske schützt die anderen. Übrigens, die meisten Länder dieser Welt schauen bewundernd und auch ein bisschen neidisch auf Deutschland. Wegen der niedrigen Fallzahlen und der vergleichsweise niedrigen Sterberate. Dieses Zwischenergebnis haben wir Deutschen nur geschafft, weil wir auf die Wissenschaft hören und uns an die Regel gehalten haben. Wenn wir das weiter tun, kommen wir einigermaßen glimpflich durch diese Pandemie. Und seien wir mal ehrlich, ein bisschen aufmerksam sein, ein bisschen auf andere achten, das sollten wir doch nun wirklich hinkriegen. Also versucht vernünftig zu bleiben, denkt über die Folgen nach und zählt bis 10, bevor ihr euch beschwert. Denn schlimmer geht immer. Ende der Durchsage. Kommen wir zu einem Aufruf unserer Freunde von der Schalker Faninitiative. Wir sind ja, wie die meisten wissen, mit der Schalker Faninitiative seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden, unternehmen gemeinsame Aktionen, sind in verschiedenen Verbänden gemeinsam aktiv und auch sonst sind das alles wunderbar nette und engagierte Leute. In der Corona-Zeit hatten sie kürzlich eine Nachricht auf ihrem Facebook-Account gepostet. Darum ging es um die Zusammenarbeit mit dem FC Ente Bagdad, die auch trotz Kontaktbeschränkung, trotz weiter Entfernung und trotz all der Dinge, die wir zurzeit alle mitmachen und durchmachen müssen, immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Diese Nachricht haben einige AfDler zum Anlass genommen, kräftig Daumen nach unten zu vergeben. Deshalb wenden wir uns heute an alle Enten und alle, die diese Nachricht sehen. Begebt euch auf die Facebook-Seite der Schalker Faninitiative. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und gebt Daumen nach oben, verschickt das weiter, teilt den Post und so weiter, damit das Ganze wieder von der Bewertung her, das ist ja auf Facebook nun mal leider so, damit die Bewertung nach oben geht. Darüber würden die Schalker und wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Kommen wir zu einer etwas positiveren Nachricht. Und zwar geht es um die Enten-Weltenbummler Magdalena und Dirk. Über die hatten wir jetzt nun schon zwei, dreimal gesprochen in vergangenen Sendungen. Sie haben sich noch einmal per Videobotschaft gemeldet und schildern ihre Erlebnisse aus dem Enten-Auslandsstudio in Kuala Lumpur. Hallo, herzlich willkommen, liebe Enten, hier im Auslandsstudio Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Wir beide, Magdalena und ich, Dirk, wir sind schon seit circa einem Jahr, über einem Jahr unterwegs in Südostasien. Und haben da jetzt die letzten anderthalb Jahre verbracht. Und auch wir sind leider jetzt ein bisschen betroffen von der Corona-Problematik. Wir sind mehr oder weniger gestrandet, kann man sagen. Also man könnte weg, wenn man wollte. Dazu kommen wir vielleicht aber später noch. Also zuerst mal soll ich vielleicht sagen, dass wir Corona-Problematik ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Der Link zur Vollversion dieser
Nachricht befindet sich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Damit kommen wir zu dem, was die Enten vermeintlich am besten können, zum Fußballspielen. Und zwar können wir die freudige Nachricht in die Welt verbreiten, dass die Enten-A-Jugend ihr Training wieder aufgenommen hat. Yippie-ja-je, Schweinebacke! Der Entencoach ist völlig aus dem Häuschen und schreibt dazu einen kleinen Bericht, wie das abgelaufen ist, den ich euch mal ganz kurz vorlesen möchte. Nach 8 langen Wochen öffnet sich am Mittwoch, den 20. Mai, endlich wieder die Tür zum Entenparadies für unsere integrative A-Jugend. Wenn auch unter strengsten Hygiene- und Abstandsregeln, freuten wir uns alle, nach so langer Zeit endlich einander wiederzusehen. Keine Umarmung, kein Händeschütteln, dafür eifriges Geschnatter mit 2 Metern Abstand. Es gab viel zu erzählen. Dann aber ging es, nach vorheriger Ansage der geltenden Corona-Regeln, endlich los. Allerdings für die ersten 2 Trainingstage noch ohne Ball, um sich an die strengen Vorgaben zu gewöhnen. So standen Aufwärmen, Dehnen, Stretchen, Koordinations-, Kraft- und Konditionsübungen auf dem Programm. Nach 1 Stunde war Schluss. Auch ohne Ball waren alle zufrieden und glücklich, endlich wieder gemeinsam Sport zu treiben. Kompliment an Spieler und Trainer für das disziplinierte Einhalten der nicht einfachen Hygiene- und Abstandsregeln. Ein hoffnungsvoller Anfang in ein sich Schritt für Schritt wieder normalisierendes Leben. Ja, und wo wir beim Fußball sind, müssen wir natürlich auch über die Bundesliga reden. Das ist ja für sehr viele unserer Zuschauer auch ein wichtiges Thema. Die Bundesliga hat am Wochenende des 16. 17. Mai ihr erstes Spiel oder ihren ersten Spieltag nach der Corona-Unterbrechung wieder aufgenommen, vor leeren Rängen, wie wir wissen. In anderen Ländern schaut man auch in diesem Fall wieder ein bisschen neidisch auf Deutschland und betreibt derweil Corona-kompatible Sportarten. Beispielsweise treten auf einem niederländischen YouTube-Kanal Murmeln, in Mainz Klicker genannt, in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Und das ist wohl ein ziemlicher Auflauf und da wird ziemlich viel gejubelt und das gibt also Meisterschaften und hast du nicht gesehen, Wettkämpfe und so weiter und so fort. Selbst für Formel-1-Fans ist was dabei. Check this out. Yellow's Marble Runs and Last Week Tonight present. Down they come. Hazers to the lead. Green Ducks into the water. Now they have a lot of trouble moving through those quick chicanes to start things off. And the Savage Speeders keep their momentum up. They fall into the final funnel. Raspberry Racers trying to fight for gold. The sports event of the summer has arrived. Wow, unbelievable. Oh, he was knocked off. Fight developing in the fan section. Raspberry Racers, they take the lead. Neck and neck, all 4 finish line in sight. Who's going to get it? Marble League 2020, premiering June 21st. This one's for all the marbles. Das Schlusswort heute hat ausnahmsweise mal Petra Gerster vom ZDF. Und zum Schluss haben wir noch eine neue Episode aus der Reihe Tiere in Corona-Zeiten. In Kansas City in den USA haben Pinguine einen Ausflug ins für Menschen geschlossene Kunstmuseum gemacht. Die Vögel hätten auf Caravaggio viel stärker reagiert als auf die Werke von Monet, hieß es vom Museum. Allen habe es ganz ausgezeichnet gefallen. Inwieweit die Museumsleute das beurteilen können, ist eine andere Frage. Na, mit Empathie geht es. Das soll's gewesen sein. Vielen Dank für euer Interesse. Falls ihr zugeschaut habt, würden wir uns über einen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben. Wenn es der Daumen nach unten sein muss, bitte 2-mal klicken. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren und nicht vergessen, das Glöckchen anzuklicken. Alle Links wie immer unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Sendung. Bleibt gesund und fröhlich und, wie bereits mehrfach angedeutet, übertreibt es nicht mit den Lockerungen. Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben. You'll never watchel alone. Halt. Einen habe ich noch. Habe ich ja ganz vergessen. Ihr habt ja diese Schnur hier wahrscheinlich schon entdeckt. Da hängt auch was dran und zwar die Ente 2014.
Ich hatte ja in den vergangenen Sendungen da hinten immer mal was ausgestellt, was es so gibt im Entenkosmos, an Enten, an Schals, an Trophäen, an Pokalen und so weiter und so weiter. Die Ente 2014 habe nicht nur ich, sondern auch alle anderen Enten verliehen bekommen. Und zwar aus dem Grund, weil 2014, wie bereits berichtet, die ersten Geflüchteten nach Mainz kamen und sich alle Enten, also wirklich ohne Ausnahme, alle Enten durch die Bank ganz intensiv für die Begrüßung, für die Aufnahme, für die Integration dieser Menschen aus fremden Ländern und Kulturen in Mainz eingesetzt haben. Und dann hatten wir zum damaligen Zeitpunkt beschlossen, es wird nicht eine Ente 2014, wie das normalerweise ist. Pro Jahr gibt es immer eine Ente des Jahres, logischerweise. Es wird also nicht nur eine Ente verliehen, sondern jeder bekommt eine, weil alle eben dabei waren. So, das war die Erklärung für das Band bzw. die Schnur und die Ente. Also, bis dann. Tschüss.